Herzlich willkommen zu diesem Video. Denke ich an Bayer in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Ursprünglich ist dieses Zitat von Heinrich Heine. Er dachte natürlich damals nicht an Bayer, sondern an Deutschland. So weit gehen wir heute natürlich nicht. Bayer reicht uns vollkommen aus. Bill Anderson, der neue CEO, seit etwa 10 Monaten im Amt, hat die letzte Pressekonferenz, die Vorlage der Quartalszahlen in London abgehalten. Da lässt sich natürlich die Frage stellen, war das ein kluger Schachzug, nicht nach Deutschland zu reisen? War er zu faul, um nach Deutschland zu fahren, um die Quartalszahlen vorzulegen? Was für ein Signal gibt Bill Anderson aus, wenn er in London die Quartalszahlen eines deutschen Konzerns, der in Leverkusen sitzt, vorlegt? Er begründet diesen Sachverhalt damit, er wollte sich damals mit Investoren treffen und auch die sind höchst verärgert gewesen. Sie haben ihm natürlich die Hölle heiß gemacht bei dieser Pressekonferenz. Sie fordern die Aufspaltung des Konzerns. Das ist natürlich eine berechtigte Forderung, weil immerhin steckt diese Aktie seit 2015 in einer sehr starken Korrektur. Es ist ein wahnsinniger Preisverfall, den diese Aktie in den letzten Jahren erlebt hat. Insofern ist es verständlich, dass die Investoren hier mehr als nervös sind, sondern sogar schon erbost sind. Und das bekommt der neue CEO natürlich zu spüren. Das ist natürlich eine Situation, in der man jetzt nicht unbedingt stecken möchte. Man möchte mit Bill Anderson natürlich auch nicht tauschen. Warum nicht? Eine Ausspaltung des Konzerns wäre vielleicht auf den ersten Blick eine gute Lösung, aber er behauptet, das ginge nicht. Es laufen sehr viele Patente aus. Viele Sparten, die man herauslösen könnte, wären allein höchstwahrscheinlich nicht überlebensfähig, wie er meint. Das Problem ist allseits sehr, sehr groß. Die Horrorshow Bayer geht weiter, die Aktie fällt weiter. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wie weit wird sie noch fallen? Das beleuchten wir jetzt genauer. Gehen wir in die Charts. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, schreibt etwas in die Kommentare, helft uns, diesen Kanal zu verbreiten. Herzlichen Dank dafür. Jetzt aber gehen wir in den Bayer Detailchart. Das ist der 4-Stunden-Chart. Eine Kerze entspricht 4 Stunden. Wir haben in der Vergangenheit ein Video gedreht, da haben wir diese rote Box angekündigt, da war der Kurs hier in diesem Bereich gestanden, dann ist die Aktie hier perfekt nochmal nach oben gelaufen, das ist eine korrektive Gegenbewegung gewesen, die wir antizipiert haben, das Video verlinke ich euch hier oben natürlich gern und wir haben gesagt, diese Aktie wird weiter nach unten fallen, das Idealziel, was wir damals gesehen haben, waren die 24,35 Euro. Dieses Ziel hat die Aktie noch nicht ganz erreicht. Sie hat 24,96 erreicht. Wir glauben allerdings, dass das hier auch eine korrektive Gegenbewegung ist, die wir aktuell sehen. Diese kann sogar noch bis 33,68 oder sogar bis 39,075 ansteigen. Das ist aber mit Sicherheit keine nachhaltige Erholung, sondern wenn überhaupt eine korrektive Aufwärtsbewegung, auf die nochmal eine sehr starke Abwärtsbewegung folgen wird. Wir stellen hier jetzt sogar in Frage, dass es dieser Aktie gelingt, bei 24,35 schon einen Boden auszubauen. Wir gehen eher davon aus, dass sie unsere violette Box hier, die auch schon sehr lange hier im Chart als Ziel steht, ausreizen wird und zwar bis ganz nach unten. 16,286 stehen hier im Chart. Das wird diese Aktie höchstwahrscheinlich noch erreichen und hier hat sie eine sehr, sehr gute Möglichkeit, endlich den Boden auszubauen und wieder nach oben zu drehen. Aber das sollten wir hier auch nicht zu euphorisch sehen. Dieses Papier hat ganz gewaltige Probleme. Wir denken natürlich auch an die Prozesse in den USA, die mit Monsanto und Roundup zu tun haben. Es ist einfach ein Drama. Bayer kriegt es einfach nicht hin, hier wieder den Rücken frei zu bekommen. Und auch das drückt natürlich hier ganz gewaltig auf den Kurs. Insofern können wir hier sogar mit der Alternative rechnen, das ist eine Möglichkeit, wenn die 16,286 nicht halten sollte, dann wäre die nächste Möglichkeit für diese Aktie endgültig einen Boden zu hinterlegen, hier in diesem Bereich zwischen 11,182 und 4,4 Euro, das ist natürlich sehr, sehr krass, wenn man überlegt, wo diese Aktie herkommt. Das wollen wir uns hier nochmal auf dem übergeordneten Chart ansehen. Das ist der 2-Wochen-Chart. Eine Kerze entspricht 2 Wochen. Das Allzeithoch hat diese Aktie bei 144 Euro und 12 Cent ausgebaut. Das
schießt einem fast Tränen in die Augen, wenn man bedenkt, was diese Aktie damals hingelegt hat und wo sie heute steht und wo sie höchstwahrscheinlich noch hinfallen wird. Es gibt hier noch ein ganz, ganz anderes Problem. Insofern halten wir die Forderung nach einer Aufspaltung durchaus für sinnvoll. Hier in der Vergangenheit, das möchte ich euch hier nochmal zeigen, wenn wir annehmen, dass diese Aktie insgesamt die große Welle 1 hier bei 144 Euro ausgebaut hat, dann müssen wir hier ein führendes Diagonal annehmen. Diese Strukturen kommen auf übergeordneten Wellenebenen sehr, sehr selten vor. Das ist der erste Punkt, der negativ auffällt. Und das zweite ist, dass es eigentlich kein schönes führendes Diagonal ist, weil diese letzte Aufwärtsbewegung einfach nicht zu einem Diagonal, zu einem Dreieck passt. Insofern können wir hier vom Schlimmsten vielleicht sogar ausgehen, nämlich dass das insgesamt eine korrektive dreiteilige Aufwärtsbewegung gewesen ist, nämlich eine A, B, C. Und das würde bedeuten, dass das ganze Chart in sich ein Fehler ist. Ich sage das hier ganz bewusst, ein Fehler, der hier nach unten korrigiert wird. Das kann natürlich dazu führen, dass dieses Papier hier entweder auf Null sogar nochmal fällt oder dass dieser Konzern hier aufgespalten wird und dass einzelne Teile dann separat an die Börse geführt werden. Das würde natürlich dann dazu führen, dass Bayer in dieser Form, dass dieser Chart vom Markt genommen wird, dieses Papier wird es in der Form nicht mehr geben. Und das würde dieses Problem, von dem ich hier gerade gesprochen habe, komplett auflösen. Allerdings glauben wir, dass sich solch ein Prozess sehr lange hinziehen wird. Insofern gehen wir sehr stark davon aus, dass wir hier durchaus eine Bodenbildung erwarten können. Und dann immerhin eine korrektive, vielleicht eine korrektive Aufwärtsbewegung, die hier auf halber Strecke womöglich nochmal absäuft. Und dann entscheidet sich das ganze Thema, ob Bayer in der Form weiter existieren kann oder ob die Aktie sich gänzlich nach oben befreien kann. Das ist zwar hier unsere Prognose, aber das setzt natürlich voraus, dass dieser Konzern sich insgesamt erholt, dass Bill Anderson die richtigen Entscheidungen trifft, dass das ganze Thema wieder rentabel wird, dass die Umsätze wieder ins Plus drehen, dann ist es durchaus möglich. Aber wie gesagt, es ist auch möglich, dass wir hier nur eine korrektive Bewegung sehen, dass dieses Unternehmen aufgespalten wird, einzelne Teile eben auch in die Börse geführt werden, dass dieses Papier hier oben vielleicht auf halber Strecke bis zum Allzeithoch eben aufhört zu existieren. Das würde das Problem insgesamt wahrscheinlich auf lange Sicht am allerbesten lösen. Es ist schon ein Drama, was hier mit Bayer geschieht. Das ist nichts, was uns gefällt. Ganz im Gegenteil, wir finden ja, dass gerade deutsche Aktien durchaus einiges an Potenzial mitbringen. Das ganze Bild ist natürlich wesentlich heterogener als beispielsweise in den USA. Wenn wir uns den DAX genauer ansehen, alle 40 Titel auseinandernehmen, dann haben wir natürlich sehr, sehr starke Aktien. Einige davon findet ihr bei uns auf unserer Website in der Watchlist, manche auch bei uns im Depot. Andere Titel wiederum, die weder bei uns in der Watchlist sind, noch in unserem Depot, das sind natürlich dann durchaus auch schwierige Kandidaten, die die ganze starke Aufwärtsbewegung des DAX gar nicht mitgemacht haben, die auch seit Jahren in Korrekturen feststecken. Das ist natürlich insgesamt ein, wie gesagt, heterogenes Bild. Das ist nicht sehr schön. Und wenn wir hier Pech haben, reiht sich hier Bayer weiterhin in diese Klasse dieser Aktien ein. Was mit dieser Aktie dann langfristig geschehen wird, das müssen wir sehen. Wir können jetzt hoffen, dass sich dieses Unternehmen fängt, dass die Aktie eben jetzt bald einen Boden ausbaut, der aber noch lange nicht erreicht sein wird. Da gibt es noch einiges an Abwärtsdruck, den wir hier nochmal aushalten müssen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Schreibt etwas in die Kommentare, helft uns, diesen Kanal zu verbreiten. Herzlichen Dank dafür. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.